Hallo und willkommen zurück zu Let's Show Minecraft. Ja, nach einer sehr, sehr langen Pause sind wir wieder hier auf dem Kryo World Surfer. Es hat sich ein bisschen was getan, aber gar nicht so viel. Das heißt, es war gar nicht so schlimm, dass es jetzt so lange keine Folge mehr gab. Denn so viel hat sich gar nicht geändert. Und die anderen Neuigkeiten erzähle ich euch später. Wir starten unsere Reise heute bei meiner kleinen Pyramide. Da waren wir schon, das brauche ich euch auch gar nicht mehr zeigen. Im Prinzip habe ich diesen Startplatz auch nur deshalb gewählt, weil nach diesem neuen letzten Patch sieht hier einiges ein bisschen anders aus und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das sieht hier, da ist das Wasser, hat sich so grün verfärbt, das ist richtig toll, richtig dschungelmäßig, super toll. Und hier vorne das Gebäude, das sieht man schon, das ist Cakes Ranger, das hatte ich euch schon mal gezeigt, das ist mittlerweile wieder einiges größer geworden. Ich bin übrigens gerade in diesem Baumodus unterwegs. Und das heißt, wenn ich wollte, könnte ich jetzt fliegen, aber das will ich noch gar nicht. Wir werden das aber das ein oder andere Mal nutzen, um euch was besser, damit ich euch einiges besser zeigen kann. So, hier. Da können wir auch mal reingehen. Bevor wir uns das Ganze von oben angucken, gehen wir da einfach mal rein. So, ich kenne mich hier selbst nicht so gut aus. Hier waren wir schon mal. Das weiß ich genau. Hier unten hat sich kaum was geändert. Das Wasser ist grün hier. Scheinbar auch nach dem letzten Patch oder nach einem der letzten Patches in Minecraft gibt es jetzt auch grünes Wasser. Finde ich gar nicht schlecht. Je nach Gegend passt es hervorragend. Und man sieht hier, da geht es weiter. Das gab es früher noch nicht. Aber hier ist es noch nicht so ganz fertig. So, hier unten geht es auch runter, ja, aber da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir schauen uns mal an, was der gute Cakes Ranger bislang so geschafft hat. Das hier oben ist neu, zumindest kann ich mich da gar nicht dran erinnern. Da oben, Moment, bevor wir da runter gehen, gehe ich erst nochmal dahin. Da oben ist nämlich noch ein schönes Stockwerk. Ja, genau, hier. So, und hier... Tja, hier kann man ein bisschen frische Luft schnappen. Da geht es auch nochmal hoch. Aber hier ist kein Weg weiter. Vielleicht dient das nur optischen Zwecken. So, ich tue jetzt mal ein bisschen bescheißen. Ich drücke jetzt mal hier auf Fliegen. Und da gehen wir mal einfach hier vorbei. Wir wollen uns ja einfach nur die Welt hier betrachten. Und das können wir ja so am besten, würde ich sagen. Wir schauen uns mal an, was Cakes Ranger geschafft hat. Und da hinten seht ihr in der Ferne auch eine Treppe. Die gab es früher auch noch nicht. Da seht ihr den Drache, der hat sich nicht verändert. Der steht immer noch da. Auch da ist das Wasser jetzt leicht grün geworden. Das finde ich hervorragend. Das sieht sehr, sehr schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber wir senken unser Flugzeug wieder. Wir gehen wieder auf den Boden und schauen mal, was er da oben Schönes gemacht hat. Gehen wir jetzt einfach mal locker gemütlich hin. Ja, das sieht man mal hier, was er für ein gigantisches Loch ausgebuddelt hat. Das ist unglaublich. Und das kann ich euch versprechen, das ist nicht mit World Edit gemacht, das hat er per Hand ausgehoben. War mit Sicherheit eine Menge Arbeit gewesen. Aber gut, wir gehen jetzt hier mal die Treppe hoch. Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr, ich war hier schon mal, aber ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz fertig. Wir gucken einfach mal. Ein weiteres Haus in einem chinesischen oder japanischen Stil. Auch sehr schön. Die weißen Wände, die gefallen mir sehr gut. Da hat er sich schön inspirieren lassen, der gute Cakes Ranger. Genau wie man das aus den japanischen Filmen kennt. Mit den farbigen Wänden. Die haben auch teilweise rote Wände, glaube ich. Hier oben, das sieht ja auch stark aus. Das ist ja auch cool. Ja, hat er schön gemacht. Und die Landschaft hier auf dem Surfer, in dem Bereich hier, ist erstaunlich schön. Gefällt mir sehr gut. Zumal ich immer wieder mal am Jammern bin, dass andere Karten sehr viel schöner ist, dann belehrt mich doch diese Landschaft hier eines Besseren. So, wir starten wieder ab. Wir schauen uns das Ganze nochmal von oben an. Da sieht es aus wie eine große Betondecke. Aber gar nicht so verkehrt. Super schön. Sehr gut geworden. Sehr, sehr schön geworden. So, tja, und jetzt müssen wir hier
In diese Richtung wollen wir jetzt hingucken. Viele, viele Meter weiter nach Norden, sofern das Norden ist. Ich habe gerade keinen Kompass zur Hand. Auf jeden Fall viele, viele Meter weiter in diese Richtung. Und deswegen mache ich jetzt mal einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. So, nun sind wir viele Meter weiter nach Norden gegangen, beziehungsweise in die eine Richtung. Ich höre auch hier eine Spinne, was mich sehr wundert, denn ich habe die Monster auf diesem Server deaktiviert. Aber gut, so ist es halt. Wir sind hier gerade vor dem nächsten großen Objekt, eines, was ihr absolut noch nicht gesehen habt, da bin ich mir sicher. Und es sieht jetzt erstmal ziemlich betonmäßig aus. Macht aber gar nichts, das ist umso schöner und das hat einen ganz besonderen Hintergrund. Willkommen in Tony Montanas Villa. Wichtig, Feuerzeuge sind nicht erlaubt. Ja, wahrscheinlich hat er Gute, dass dieser Betonballast abbrennt. Ihr seht es hier, viel Beton. Man kann es noch nicht wirklich erkennen. Aber wir gehen da gleich rein und gucken mal, was da drin so Schönes los ist. Übrigens auch noch eine kleine Info. Dieser Server wurde von mir jetzt downgegradet. Das heißt, man merkt es deutlich, zumindest bei uns, ist die Haupt-Minecraft-Zeit so ein bisschen am Abklingen. Es sind immer nur noch wenige Leute hier online. Da sehe ich eine Spinne. Blitzen ab und zu. Die hat wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass auf diesem Server gar keine Monster erlaubt sind. Und deswegen traut sie sich nicht so direktisch in die Welt hier. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Server ist ein wenig downgegradet worden. Das heißt, es können jetzt nur noch zwei Spieler gleichzeitig auf dem Server spielen. Sehr, sehr minimal. Aber es langt. Aber es langt. So schrecklich das klingt, es langt. Naja, es hatte den kleinen Nebeneffekt, den blöden Nebeneffekt. Oh, jetzt wird es gerade dunkel, aber macht nichts, wir gehen sowieso in die Villa rein. Das hatte, wie gesagt, den Nebeneffekt, dass alle Warp-Punkte verschwunden sind. Das heißt, ich muss jetzt überall da, wo ich hin will, hinlaufen oder hinfliegen. Wow. Hinlaufen oder hinfliegen, diese Warp-Punkte funktionieren nicht mehr. Und da sind wir ja auch schon gleich bei meinem nächsten Thema, denn ich weiß nicht mehr, wo ich mein Let's Play gestartet habe. Da bin ich nämlich ganz schön weit geflogen in irgendeine Richtung. Ich habe da absolut keine Ahnung. Tja, ich finde es nicht mehr. Aber zu meinem Let's Play sage ich dann am Schluss noch was. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall in dieser Villa. Dem einen oder anderen mag es vielleicht bekannt vorkommen. Und das hat auch seinen Grund. Denn diese Villa ist dem Spiel, ich glaube nur das Spiel, es gibt keinen Film, bin ich mir nicht sicher. Insider mögen mir verzeihen. Aus dem Spiel Scarface. Die große Mafia-Villa wurde hier nachgebaut. Schauen wir das mal an. Hier ist jede Menge Wolle verwendet worden. Und ich frage mich gerade, wie er an diese gekommen ist. Aber gut, ich brauche mir nicht über alles Gedanken zu machen, was die Jungs hier auf dem Server so treiben. Ich lasse sie einfach nur machen und hoffe, dass sie schicke Bauwerke errichten. So. Da haben wir auf jeden Fall einen kleinen Schlafzimmer, einen ziemlich coolen Raum hier. Und das sieht auch cool aus. Was ist das denn? Warum sieht denn das so komisch aus? Ich wüsste jetzt, also wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, was das für ein Stein sein soll. Okay. Hier haben wir eine Bücherwand, auch sehr schick. Und hier kommen wir wieder ins Rotlichtmilieu. Wir bleiben nochmal oben hier. Und gucken mal, ob es da noch mehr gibt. Weil hier gibt es eine ganze Menge Räume. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt euch alle zeigen kann. Nicht, weil die Zeit nicht reicht, sondern weil ich vielleicht den einen oder anderen Raum übersehen werde. So, hier geht es nicht weiter. Ich könnte mir ja einen Durchgang buddeln, aber ich glaube, da wäre der gute Windschatten, so heißt er auf diesem Surfer, nicht damit einverstanden. Ihr kennt ihn übrigens, oder ihr kennt ihn bestimmt. In YouTube macht er auch Let's Plays und nennt sich Tawamaru. Und hier auf dem Server war er zu Gast. Er könnte auch immer noch zu Gast sein, aber auch er hat sich ein wenig zurückgezogen. So, hier ist ein schöner Tisch. Eine Sitzecke. Sozusagen die Lounge. Tony Montana. Und der Chefsessel mit dem Chefbürotisch. Ja, da kann man schon einiges machen. So, jetzt hatte er noch, das weiß ich, weil ich mir das schon mal betrachtet habe, einen ganz besonderen Raum. Ihr hört es vielleicht plätschern, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich höre es auf jeden Fall. Er hatte einen ganz besonderen Raum mit einem ganz, ganz schicken Aquarium.
in dem zwar noch keine Fische drin waren, aber schon jede Menge Wasser. Und das war auch schon ein bisschen beeindruckend. So, die Frage ist nur, hier ist der Eingang. Wo ist es? Wo ist es? Ich glaube, da hinten müssen wir durchgehen. So, wir gehen mal hier den roten Teppich entlang. Und gucken mal, was hier ist. Das ist auf jeden Fall ein geiler Raum hier. Esszimmer und Spielwiese. Sieht fast so aus. Ja, hier ist ein kleiner Lagerraum. Die Küche, würde ich sagen. Wenn der gute Tawamaru das sieht, dann haut er mir bestimmt eine rein, weil ich alles falsch erzählt habe. Ja, und hier ist das große Aquarium. Da gehören irgendwie noch ein paar Felsen rein. Und ob man da irgendwie Fische bzw. so ein Tentakel oder so reinbekommen kann, keine Ahnung. Damit kenne ich mich nicht so aus. Ist auf jeden Fall ein sehr geiler Einfall. Auch wenn es bislang noch etwas kahl ist hier drin. So, aber nichtsdestotrotz, wir gucken uns den Raum noch an. Das hat er auch hier mit schönen Steinen gemacht. So, wer rät, was das für ein Spiel ist? Na? Habe ich es mir gedacht, ihr wusstet es nicht. Ihr seid einfach nicht alt genug. Das müsste entweder oder. International Karate auf dem Commodore C64 oder The Way of the Exploding Fist vom Commodore C64 sein. Denn genau so abstrakt sahen die damals aus. Hier ist noch ein Spiel. Donkey Kong. Donkey Kong. Was haben wir hier? Das kenne ich nicht. Okay. Jetzt gehen wir mal hier raus. Wir nehmen jetzt erstmal ein Bad. Es ist zwar gerade Nacht, aber das macht ja überhaupt nichts. Hier leuchtet alles schön hell. Tja, und da kommen wir zu dem Vorbereich von der großen Villa hier. Jetzt sehen wir es. Von hier aus sieht es schon nicht mehr ganz so aus wie ein Betonklotz. Zwar mit viel Beton, aber auch schön mit Säulen und so weiter. So, da ist ein Brunnen und ihr seht hier, das sind überall Bäder. Da hat man jede Menge Badespaß. Definitiv. So, wir verlassen die Villa und wir schauen uns das Ganze nochmal aus der Draufsicht an von hier oben. Eine gigantische Villa. Sehr schön. Versteckt in der dunklen Nacht. So, und viel mehr gibt es hier auf dieser Seite der Welt auch nicht mehr zu sehen. Und deswegen müssen wir genau entgegengesetzt wieder gehen. Zurück hier. Es gibt keine Warp-Punkte mehr, ich habe es ja gesagt. Und deswegen kann man nur eines, und zwar sich die Gegenden merken. Jetzt müssen wir hier, ich fliege jetzt mal, einfach nur in die Richtung geradeaus weiterlaufen, beziehungsweise auch fliegen. Und dafür mache ich für euch wieder einen kleinen Schnitt. So, und hier sind wir wieder. Das kennt ihr, das haben wir uns eben schon betrachtet. Nur war es da eben noch hell gewesen. Jetzt ist es dunkel und ich habe mir gedacht, wir fliegen da jetzt mal drüber. Und ihr schaut euch das mal an, wie das hier im Dunkeln aussieht. Und da sehe ich gerade, da ist ja noch ein Wasserfall. Das ist ja auch cool, den haben wir eben gar nicht entdeckt gehabt. Ob der künstlich angelegt ist? Zum Teil wahrscheinlich. Zum Teil auf jeden Fall künstlich. Und beim Kickstranger ist es immer wieder erstaunlich toll, diese Liebe zum Detail, wie hier, dass diese Terrasse abgestützt ist. Sehr schön. Wunderschön. So, aber wir fliegen weiter. So, und da gab es wieder einen kleinen Ruckler. Warum, ist ganz klar. Fraps braucht immer eine ganze Weile, um das nachzuladen. Also mit Fraps dauert es immer eine ganze Weile, um die Welt nachzuladen. Und deswegen muss ich manchmal auf Aufnahmepause drücken, damit er genug Zeit hat, die Welt nachzuladen. Ihr seht es hier im Hintergrund, auch da schafft er es wieder nicht, die Welt rechtzeitig aufzubauen. Das macht aber nichts. Wir verabschieden uns von den Bauwerken von Kicksranger und gehen zum nächsten. Ich mache wieder einen Schnitt, weil der Weg relativ weit ist. Tja, und da sind wir auch schon. Mittlerweile ist wieder hell geworden. Wir sind hier in einem kleinen unterirdischen Gang. Den kennt ihr. Den kennt ihr sogar schon von des Öfteren. Um mich mal so in gewähltem Deutsch auszudrücken. dieser Gang begleitete uns in der ersten Folge zu einem der beeindruckendsten Bauwerke und da hat sich bislang nichts geändert. Der gute Karthago, ihr kennt ihn schon. Ja, und das war wohl mit der fleißigste auf dem Surfer, obwohl auch ihn ich schon seit einigen Tagen, ja schon seit 2-3 Wochen nicht mehr so oft hier gesehen habe.
Naja, wie dem auch sei, er hat jedenfalls eine ganze Menge gebaut und wir sind hier in dem Gang, der zu Karthagos Reich führt. Es ist gerade Tag und wahrscheinlich wäre es beeindruckender gewesen, das Ganze per Nacht, in der Nacht zu betrachten. Aber da ich den Befehl vergessen habe und der Befehl, den ich noch kenne, nicht mehr funktioniert, da die Plugins nicht mehr funktionieren, müssen wir das jetzt halt bei Tag spielen. Und wir schauen uns einfach mal an, was aus Karthagos Schloss geworden ist. Und ihr seht das schon hier. Das hat sich komplett verändert. Es ist komplett umgebaut worden. Man sieht es noch da hinten. Dieses Raumschiff, ja. Hier den Heißluftballon, den kennt ihr noch nicht. Den schauen wir uns auch nochmal an. Aber dieses Wikingerboot, das kennt ihr schon. Tja, und hier, da gehen wir jetzt auch mal direkt rein. Ihr seht, es hat sich wirklich kolossal verändert. Wir machen jetzt mal eins, bevor wir da reingehen. Wir gehen jetzt erstmal hier drauf, weil da fehlt ja ein Stück. Weil hier standen wir schon ganz, ganz oft und haben uns die Burg, ja, oder das Schloss von Karthago betrachtet. Und das machen wir auch jetzt wieder. Und ihr seht, es ist komplett anders. Es ist fertig. Oder zumindest fast fertig. Was noch immer nicht fertig ist, ist das Wikingerboot. Und ihr seht auch da hinten schon ein Gebäude im Hintergrund. Ich sollte es euch eigentlich noch gar nicht zeigen. Auch diese Röhre hier hat sich ein wenig verändert. Da oben diesen Heißluftballon. Hier diese zwei Wikinger-Schiffe. Und da hinten baut sich sogar jetzt noch die Welt auf. Und das liegt höchstwahrscheinlich an Fraps. Aber das Thema hatten wir ja schon öfters. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier rein. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, hier drinnen gestartet. Wir haben uns nur so ein bisschen was betrachtet und dann hatte ich gesagt, wir lassen den guten Karthago noch ein bisschen Zeit, den Innenausbau zu verfeinern. Tja, und das habe ich jetzt gelassen. Und wenn er nicht fertig ist, dann ist das jetzt seine Schuld. Oh, hier ist was passiert. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Der gute Karthago hat hier nämlich ordentlich was umgeräumt und der ganze Boden ist, naja, zerstört. Das war alles schon mal schön angelegt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was er da vorhat, ob da was passiert ist. Was auch immer da los ist. Hier ist ein Weg nach unten. Das war jetzt vor einer Woche auch schon so. Wie gesagt, keine Ahnung, was mit dem Boden passiert ist. Wahrscheinlich hat er einfach vor, da was komplett Neues reinzuziehen und hat da schon mal angefangen, das abzutragen. Und eigentlich hätte ich das wahrscheinlich gar nicht zeigen dürfen. Nun gut, jetzt sind wir schon mal da. Ich fliege noch ein bisschen hoch hier. Und ihr seht hier da oben dieser Ausbau, der ist schon wesentlich besser. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Schauen uns mal so ein bisschen an hier. So, hier, komm. Und dann haben wir praktisch eine ganze Stadt auf einem Gebäude. Und das ist natürlich fantastisch. Die Idee, die dahinter steckt, könnte ich mir vorstellen. In diesem runden Gebilde, ihr seht es, hier ist es auch noch nicht fertig, eine ganze Stadt entstehen zu lassen. Eine ganze Stadt mit kleineren Tempeln, einem großen Tempel. Sehr abgespaced, sehr geil. Das ist einfach klasse. Ist jetzt leider ist das mit dem Boden hier unten irgendwie schief gegangen und hier oben seht ihr es auch. Das ist noch nicht alles wirklich hundertprozentig fertig. Aber ich will es euch trotzdem zeigen. Ich hatte es euch versprochen. Wir schauen uns das an. Wir werden es dann aus gegebenem Anlass nicht ganz so ausführlich betrachten, wie ich es vorhatte. Aber hier nochmal die Frontale sozusagen, die Draufsicht. Da sehen wir hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Türme. Und hier hinten ist erstmal nichts. Aber das soll wahrscheinlich auch gar nicht sein. Da geht es nämlich nach unten hier. Und da kommt noch irgendwas hin. Auf jeden Fall absolut gigantisch. Zumal er dafür keinen Editor oder sowas irgendwas anderes benutzt hat. Also ich finde es atemberaubend. Wirklich. So. Da war er wieder, der kleine Ruckler. Ich musste erst den guten laden lassen. Und da hinten sehe ich noch ein neues Gebäude. Wir schauen uns erstmal diesen Heißluftballon an, der da so schön schwebt. Das ist auch stark. Diese Fackeln, okay. Das hat er halt gemacht, damit es im Dunkeln schöner aussieht. Auf dem echten Heißluftballon sind wahrscheinlich eher weniger Fackeln angebracht. Zumindest da oben auf dem Ballon.
Aber das ist wie gesagt deshalb, weil das im Jahr im Dunkeln auch sehr schön aussehen soll. Da gucken wir mal rein jetzt hier. Oh, jetzt verbrenne ich mir gerade die Hose. So, da sind auch wieder neue Gebäude. Da hat er schon wieder ein bisschen was rumgebastelt. Hier, das sieht so ein bisschen aus wie ein kleines modernes Bürogebäude. Da steigen wir jetzt mal hier von unserem Drachen runter. Gehen mal da rein. So, hier ist der Innenausbau schon weiter fortgeschritten. Da fehlt kein Boden. Das sieht ganz gut aus. Nur Personal. Ja, bin ich doch. Bin doch Personal. So, hier sind überall Kisten. Noch ein kleiner Garten in der Mitte. Da ist eine Leiter, damit können wir einen Stockwerk höher gehen. Das machen wir jetzt auch. So, hier. Genau. Da ist ein Kloster uns eingearbeitet. Und hier, da fehlen irgendwie noch so ein paar Stockwerke, würde ich sagen. Und ich sehe jetzt auch keine, doch sehe ich. Ich wollte schon sagen, ich sehe keine Leiter, die ja weiter nach oben führt, aber das ist ja Blödsinn, da ist ja eine. Und die führt sogar nicht nur weiter nach oben, die führt ganz weit nach oben. Wir drehen uns mal in diese Richtung. Und wir sehen durchaus, dass es hier überall Stockwerke gibt. Aber nur so kleine hier. Aber egal, wir gehen jetzt mal ganz nach oben. Und verschaffen uns mal einen Überblick von hier oben. So, da sehen wir diese andere Burg. Die hatten wir uns in der letzten Folge, oder in der vorletzten, ich weiß gar nicht mehr, schon ausführlich betrachtet. Hier oben Hubschrauberlandeplatz, okay. Da sehen wir jetzt einen Blick auf den Heißluftballon. Das heißt, wir sind sogar ein bisschen höher wie der Heißluftballon. Da vorne ist ein nächstes Gebäude vom Karthago. Das habe ich mir auch schon länger nicht mehr betrachtet. Ich weiß nicht, was da mit ist und wie es da innen drin aussieht. Wir können ja einfach mal hinfliegen gleich. Ich will noch mal schnell in ein anderes Stockwerk reinschauen. So. Also hier hat er auf jeden Fall das Stockwerk schon ausgebaut. Eigentlich überall, würde ich fast sagen, ne? Da war halt ein Riese. Da hätte er halt praktisch, hätte noch sehr, sehr viel Platz hier gehabt, um noch mehr Stockwerke anzulegen. Aber so sehe ich ja, auch hier ist noch ein Stockwerk. Also von wegen nicht ausgebaut, das ist durchaus ausgebaut. Und überall hier schön mit Feuer und so. Es wird schon wieder dunkel, die Sonne geht unter. Das ist okay, dann können wir uns das Ganze nämlich auch nochmal beim Nachbar betrachten. So, wir nutzen das restliche Tageslicht aus, um dieses Gebäude hier mal zu inspizieren. Da fangen wir am besten auch von unten an. So wie sich das gehört. Oh, jetzt sind wir hier auf dem Baum gelandet. Wer bist du hier, der Erdferkel oder was? Okay. Wir gehen da mal rein. Etage 0. Ja, auch das. Und da ist sogar hier Shaun the Sheep. Ist auch sehr gemütlich hier. Überall Bildchen. Und immer für Karthago typisch auch dieses kleine Bambus in den Ecken. Diese Bambussträucher. Zuckerrohr. Das Ganze auch wieder mit jeder Menge Wolle, wollte ich schon sagen. Aber hier ist Gras. Da ist Wolle. Merkt fast gar keinen Unterschied, aber ich habe es doch gesehen. Hier ist Gras. Da ging dann wohl die Wolle aus, keine Ahnung. So, hier würde es wieder rausgehen, aber wir wollen gar nicht raus. Wir suchen einen Weg nach oben. Wo ist denn ein Weg nach oben? Das ist alles so ein wenig versteckt. Da muss man erstmal suchen. Wo ist es denn? Ich weiß genau, dass es einen Weg nach oben gibt. Da ist auch eine Leiter. Ah, die Tür wieder zu. So, jetzt sind wir nämlich hier, ein Stockwerk höher, zweite Etage. Oder erste Etage, je nachdem, wie man es nimmt. Und hier kann ich in den Ofen reinspringen. Okay. Das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, also kleine Kinder sollten hier besser nicht spielen. So, ich sehe, diese Etage ist noch ziemlich clean, leergeräumt. Da oben brennt ein Feuer, sieht auch cool aus. Okay. Also hier ist noch jede Menge Platz für Mobiliar. Und wir gehen noch eins höher. So, und hier ist so ziemlich dasselbe in grün. Da sieht man schon diese schön angelegten Mauern in dieser Form. Das ist auch geil. Ich würde das selbst niemals hinbekommen. Ich bewundere immer die Leute, die einfach mal da drauf losspielen und so tolle Kreise ziehen können.
Ich krieg das nämlich nur sehr mühselig hin. So, jetzt gehen wir mal die Abkürzung hier. Die Abkürzung mit unserem kleinen Drachen, auf dem wir jetzt schon wieder sitzen. Ihr merkt es schon wieder. Und jetzt fliegen wir nochmal hier. Wir gucken uns das nochmal bei Nacht an. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal reingehen. Aber das sieht auch von hier sehr, sehr beeindruckend aus, würde ich sagen. So, jetzt sind wir über den Wolken. Ja, das ist halt schon ein richtig modernes Gebäude. Ich würde fast sagen, so ein moderner Bürobunker. Und hier seht ihr, für was die Fackeln auf diesem Ballon gut waren. Der strahlt nämlich hell wie die Sonne, obwohl es stockdunkel ist. Ziemlich cool. Okay. So, und da gab es auch wieder einen kleinen Ruckler. Dafür stimmt's wieder. So, und wir schauen uns das Ganze ja nochmal bei Nacht an. Und ganz ehrlich, ich will niemanden zu nahe treten. Aber irgendwie passt es auch gerade zur wahren Jahreszeit, dieses Vorweihnachtliche, nämlich wir haben heute den 30. November, das heißt morgen ist der 1. Dezember, der erste Advent ist schon vorbei, beziehungsweise der war jetzt gerade am letzten Wochenende und irgendwie wirkt das Ganze hier sehr weihnachtlich, weil das auch alles so glänzt und leuchtet. Also hier könnte ich mir super vorstellen, ich gehe jetzt nochmal hier hin, so eine Einkaufsmeile. So, mit lauter weihnachtlichen Geschäften, das wäre doch der Knaller. Hier überall kleine Geschäfte, mehrere Stockwerke. So ein kleines Einkaufsweihnachtscenter, also so klein, gar nicht, eher großes Einkaufsweihnachtscenter. Aber stark, absolut stark. So, wir fliegen aber wieder weg, wir schauen uns das Ganze nochmal von hier aus an. Einen letzten Blick auf Karthagos. Ja, Schloss, ich will nicht sagen, Shopping Center. Ja, und dann gehen wir wieder, landen wir ein Stückchen weiter wieder hier unten. Auf diesem Weg. So, ihr seht, im Hintergrund muss ich noch die Welt aufbauen. Das ist wieder mal noch nicht geschehen, aber das ist egal, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Hier dieses kleine Türmchen, das haben wir uns in der letzten Folge schon betrachtet. Ich lasse mal gerade wieder nachladen, wollte ich sagen. Habe ich jetzt getan, ist jetzt geschehen. Wir schauen uns nochmal das Gebäude an. Ich mache mal hier diesen Flugmodus an. Da sehen wir nämlich schneller. Wir wollen das ausnutzen, dass es jetzt dunkel ist. Das sieht nämlich auch im Dunkeln sehr, sehr stark aus hier. Da fließt die Lava runter und das macht natürlich einen ziemlich coolen optischen Eindruck. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist cool. So, wahrscheinlich haben wir jetzt wieder Probleme mit der Welt. Ja, ich sehe es schon. Da sind Teile von der Burg, die tauchen da so langsam auf. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich hier bei dem Spiel, wenn ich das aufnehme. Aber ihr seht, wenn man sich mal so betrachtet, wie cool die Straße hier ausgeleuchtet ist. Ja, das sieht richtig cool aus im Dunkeln. So, jetzt gehen wir noch zu dieser ominösen Röhre. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das war dann nicht so richtig ausgebaut. Da seht ihr jetzt, da hängen Lianen runter. Da wurde also schon seit dem letzten Patch gearbeitet. Seit dem vorletzten Patch, seit dem vorletzten gibt es Lianen. Ich meine jetzt nicht die Hotfixes, sondern die Hauptpatches. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. So, Tür zu. Ja, das ist so ein Gang hier. Ja, eben dachte ich noch, da ist auch kein Dach drauf. Aber da hat er wieder nicht geladen gehabt. So, jetzt sehen wir uns das Ganze hier so an, wie es sein soll. Okay, da ist ein Durchgang. Bin mir nicht sicher, wo es da hingeht. Müsste rein theoretisch, müsste es hier, wenn man diese Richtung weitergeht, in die Richtung gehen, wo dieser eine Gang war, wo wir eben gerade gestartet sind, als es zu Karthagos Reich ging. Ich renne jetzt einfach mal hier die Leiter hoch. Schau mal von oben an, was da so passiert ist. Ja, jetzt sind wir hier oben. Da seht ihr noch wieder einen Blick auf Karthagos. Ja, ich weiß nicht, was... Ich kenne den Namen nicht, ja. Das ist wahrscheinlich... sollte wahrscheinlich ein Handelskontor sein. Ein ziemlich großes. Und dann wird es ja auch wieder passen mit dem Weihnachtsmarkt. Weil die Burg ist eigentlich das Gebäude da hinten, was wir in der letzten oder in der vorletzten Folge betrachtet haben. Das ist keine Burg.
Das soll ja eine Handelsstation sein, ein Handelskontor. Ich weiß es nicht genau. So, hier oben sind wir auf jeden Fall kurz unter der Röhre. Mal gucken, ob wir dann auch vielleicht noch ein bisschen höher gehen können. Und ja, können wir. Da oben in dieser Röhre, da waren wir nämlich schon mal drin gewesen. Da ist jetzt hier noch ein Fenster reingekommen. Und da hinten ist es zu geworden. Also, ich habe ja gedacht, er will die ganze Welt mit dieser Röhre verbinden. Aber ich sehe, hier ist es schon zu Ende. Oder es ist noch nicht angebaut worden. Er hat es einfach nur mal erst verschlossen, damit es nicht so blöd aussieht. So, wir gehen hier direkt wieder runter. So, wir gehen hier hin. Und jetzt, wir genießen den Sonnenaufgang. Dann seht ihr nochmal das Gebäude hier, dieses moderne Bürogebäude. Im Sonnenaufgang sieht es auch sehr schön aus. Wäre auch nochmal ein Ausgang gewesen aus dieser Röhre. Ich kann das ja gerade mal betrachten. Ihr seht das hier. Wenn wir da jetzt reingehen, dann geht es hier auch wieder weiter zu dieser Röhre. Oder in dieses röhrenförmige. So, jetzt heben wir nochmal ab. Geht es nochmal ein bisschen schneller. Wahrscheinlich muss ich Shraps oder das Spiel mal ab und zu schneiden, damit wieder alles lädt, so wie jetzt. So. Und da sehen wir hier, das hat sich nicht mehr verändert. Zumindest nicht mehr im Wesentlichen. Das hatten wir uns ja schon mal betrachtet. Das ist seine Burg. Sein kleines Meisterwerk. Tja, und hier, da hat er schon wieder die Welt nicht geladen. Schnell umdrehen, das wollen wir nicht sehen. Ich mache nochmal einen Schnitt. So. Ja, wir gehen mal, wir fliegen mal dahin und ruhen uns jetzt erstmal einen Menschen aus. Ist ein Wunder, dass da nicht alles weiter abbrennt, aber okay. So. Jetzt habe ich euch eine Sache nicht gezeigt. Und zwar die Bauwerke von dem guten Merlin 76. Das ist ausnahmsweise mal kein Let's Player, der Karthago ist auch kein Let's Player. Aber ansonsten sind fast alles Let's Player auf diesem Surfer. Und der Merlin 76 ist genau wie der Karthago kein Let's Player. Der hat auch was Schickes gebaut. Aber da möchte ich mich entschuldigen bei euch und natürlich bei ihm. Ich kann es nicht finden. Die Warp-Punkte sind verschwunden. Und das heißt, ich weiß nicht genau, wo das ist. Es ist ein ganzes Stück von hier entfernt. Und da müsste ich jetzt wahrscheinlich stundenlang durch die Gegend fliegen, bis ich sein Gebäude finde. Deswegen muss ich einfach mal wieder warten, bis er online ist. Und dann kann ich mich zu ihm hinporten, dann funktioniert das nämlich auch. Tja, und dasselbe ist mit dieser Let's Play-Welt passiert. Diese finde ich nämlich auch nicht mehr. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon früher mal eine neue Folge gestartet. Aber das Problem ist, die ist irgendwo hier draußen im Nebel, viele, viele Kilometer weg. Und bis ich die jemals wieder gefunden habe, wer weiß, wie lange das dauert. Generell wird es so sein, es tut mir leid, das verkünden zu müssen, dass dieses Let's Play sich erstmal verschiebt. Ihr habt es sicher schon gemerkt, ich hatte gesagt, ich mache in Zukunft eine Folge pro Woche. Ich habe mich da nicht dran gehalten. Das hat verschiedene Gründe gehabt, weil ich ganz einfach andere Projekte bevorzugt habe, weil ich auch nicht wirklich so viel Lust hatte. Auch bei mir ist der Minecraft-Zug so ein bisschen vom Startplatz, hat er sich entfernt. Aber noch ist nicht alle Tage Abend. Ich werde dieses Let's Play auf diesem Surfer nicht mehr weitermachen. Ich werde aber, und das ist ein Versprechen von mir, wenn ihr das möchtet, nochmal ein neues Let's Play starten, aber dann offline in einer Singleplayer-Welt komplett neu, ohne Cheats, ohne dass ich mir irgendwas mitnehme aus der Let's Show-Welt, sondern richtig schön offline mit dem neuesten Patch, mit der neuesten World Engine, werden wir nochmal gemeinsam ein Let's Play starten. Es wird dann keine Let's Show-Folgen mehr geben. Und dann werden wir das, sofern ihr das möchtet, nochmal schön durchziehen. Dann bauen wir uns unsere eigene Welt. Keine Ahnung, vielleicht 20, 30 Folgen, 20 Minuten. Je nachdem, was wir reisen können. Ich denke nicht, dass es mehr als 100 Folgen werden oder gar 400, wie so manch ein anderer bekannter YouTube-Star.
Das wird es mit Sicherheit bei mir nicht geben. Aber ich denke schon, dass wir so schön Singleplayer-mäßig 30, 40 Folgen Minecraft raushauen können. Und in dieser Zeit kann man ja auch schon einiges auf die Beine stellen, würde ich sagen. Hier auf diesem Let's Show Surfer, auf dem Cryo World Surfer, wird das Let's Play nicht mehr weitergehen. Und wahrscheinlich, so wie es aussieht, das war jetzt nur mal eben eine schnelle Folge, weil mich viele Leute gefragt haben, da hinten baut sich noch der Turm auf, aha. Viele Leute hatten mich gefragt, wann geht's denn endlich mal wieder weiter? Jetzt geht's weiter, heute. Ihr habt gesehen, was es auch Neues auf dem Surfer gibt. Leider habt ihr den Merlin76 nicht gesehen, der auch einen Leuchtturm gebastelt hat und ein paar schöne Gebäude. Das wäre auch noch sehenswert gewesen, das werden wir uns auch noch betrachten. So, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte sagen, es wird noch eine Let's Show-Folge geben. Mit einem tollen Intro, dafür werde ich mir richtig viel Mühe geben. Und das kann jetzt wieder einen Monat dauern, definitiv. Es wird wirklich noch eine Weile dauern, bis die kommt. Es wird aber noch eine kommen. Aber das wird dann wahrscheinlich die letzte Let's Show Minecraft-Folge werden. Und bis das Let's Play Minecraft startet, dann will ich erst nochmal zwei, drei Projekte von den anderen beendet haben. Ich bin da nämlich momentan in einem sehr schönen Rhythmus drin. Das heißt, in der Regel lade ich zwei Folgen pro Tag hoch. Sechs Spiele spiele ich, plus ein Bonusspiel. Für das Bonusspiel gibt es nur am Wochenende. Und das heißt, jedes Spiel ist jeden dritten Tag drin mit einer Folge von mindestens 20 Minuten. Und ich denke, das ist eine feine Sache. So komme ich sehr gut damit zurecht. Und wenn es dann ein, zwei Spiele weniger sind, weil ich die abgeschlossen habe, dann können wir über Let's Play Minecraft raiden. Dann können wir über Let's Play Minecraft raiden. Raiden ist was anderes. Es ist in der Gruppe ganz viele... Raiden ist in einer Gruppe einen starken Gegner besiegen. Das nennt man Raiden. Raiden ist jedoch das, was ich gerade tue, also sprechen. Das wird noch ein paar Wochen dauern auf jeden Fall, bevor wir über Let's Play Minecraft reden können. Aber auf diesem Cryo World Surfer, wie gesagt, wird es erstmal nicht mehr weitergehen. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt wieder gesehen, was es hier Neues gibt. Und ihr seht, allzu viel hat sich gar nicht verändert. Der gute Karthago hat sich rangehalten. Aber auch bei Keks Ranger und so weiter geht es auch eher langsam voran. Das soll jetzt kein Vorwurf sein, denn jeder spielt so viel, wie er spielen will, ganz klar. Der Windschatten alias Tawamaru in YouTube, der ist natürlich dazugekommen. Der hat ein schönes Gebäude gebaut. Jetzt baut er auch keine weiteren mehr. Das heißt, so richtig viel los ist auf dem Surfer nicht mehr und deswegen schätze ich auch, dass die Let's Shows so langsam aber sicher zu Ende gehen. Wir sehen uns wieder. Eine Folge gibt es auf jeden Fall noch. Das nächste Mal wieder mit einem, ich hoffe, epischen Intro. Für diese Folge soll es das gewesen sein. Ihr wisst Bescheid, wir sehen uns in Kürze wieder. Morgen schon bei einem anderen Projekt oder in einem Monat bei Let's Show Minecraft, die letzte Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, wir sehen uns.